Jeder macht Fehler, aber bestimmte Unternehmen haben einige ziemlich dumme, unlogische oder schlichtweg gefährliche Dinge getan, um ihre Gewinne zu maximieren. Manchmal scheitern Unternehmen, indem sie Innovationen an sich vorbeiziehen lassen, andere aktiv an dem eigenen demütigenden Zusammenbruch beteiligt sind. Lasst uns die peinlichsten, dummen Unternehmensentscheidungen erkunden, die Firmen in den Ruin getrieben haben. Amazing! Nummer 10. Zwielichtige Sicherheitssysteme. Habt ihr jemals von etwas so Widersprüchlichem gehört wie einer tödlichen Sicherheitseinrichtung? Die japanische Autoteilefirma Takata Corporations produzierte zwischen den späten 1990er Jahren und 2018 Airbags, die alles andere als sicher waren. Berichten von Regierungen und Unternehmen wie Honda zufolge starben 18 Menschen und 180 Menschen erlitten Verletzungen dank dieser gefährlichen Airbags. Was die Airbags von Takata so tödlich machte, war das Ammoniumnitrat-Treibmittel in ihnen. Diese Substanz wurde in der kontrollierten Explosion verwendet, die die Airbags zum Auslösen bringt, anstelle des Standardtreibmittels Natriumazid. Wenn Ammoniumnitrat über einen längeren Zeitraum hinweg Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, wird es höchst instabil. Um Kosten zu sparen, ging Takata 1999 dazu über, diese billigere, leichtflüchtige Verbindung zu verwenden. Im Laufe der Jahre lösten zahlreiche Airbags mit übermäßiger Kraft aus und schickten Metallsplitter durch das Auto, die Fahrer töteten, anstatt sie zu retten. Noch schlimmer, es stellte sich heraus, dass das Unternehmen bereits 2009 von diesen tödlichen Airbags wusste und den Verbrauchern gefälschte Testdaten und Berichte vorlegte, um die Gefahren ihrer Airbags zu vertuschen. Nach dem Skandal, als dies aufgedeckt wurde, blutete das Unternehmen Geld, bis es 2017 Konkurs anmeldete und Millionen von Autos wurden in der großen Rückrufaktion für Autoprodukte in der Geschichte der USA zurückgerufen. Besorgniserregend ist, dass einige dieser potenziell tödlichen Autos immer noch auf der Straße sind. Um zu überprüfen, ob euer eigener Airbag sicher ist, geht rüber zur New York Times, wo sie eine praktische Liste der betroffenen Fahrzeuge haben. Nummer 9. Blockbuster. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass Blockbuster dank des Aufstiegs von Online-Streaming-Diensten seinen Untergang erlebt hat. Das ist zwar nicht von der Wahrheit weit entfernt, aber die ganze Geschichte ist viel unangenehmer und peinlicher. Tatsächlich schlug der Gründer von Netflix zuerst eine Partnerschaft mit dem Videothekenriesen vor. Der Unternehmer Reed Hastings trat an den Blockbuster-CEO John Antioco heran, als Netflix im Jahr 2000 auch ein kleines Unternehmen mit großen Ambitionen war. Er bot an, seine Firma Netflix für 50 Millionen Dollar an ihn zu verkaufen. Doch die Blockbuster-Bosse lehnten den innovativen Unternehmer ab und machten damit den größten Fehler ihrer Karriere. Sie lehnten ein Unternehmen ab, das heute über 150 Milliarden Dollar wert ist. Die Idee war, dass Netflix die Online-Marke von Blockbuster wird und Blockbuster Netflix in seinen Filialen bewirbt. Blockbuster war aber offensichtlich der Meinung, dass es größere Fische zu fangen hatte als einen winzigen DVD-Versandhandel. Obwohl Hastings zum Teufel geschickt wurde, wuchs Netflix weiter, bis es zu dem Multimilliarden-Dollar-Unternehmen wurde, das es heute ist. In dieser Zeit entwickelte sich zwischen den beiden Unternehmen eine intensive Rivalität. Während einer Telefonkonferenz mit Analysten beschwerte sich Hastings, dass Blockbuster alles auf uns geworfen hat, außer der Küchenspüle. Am nächsten Tag erhielt Hastings eine echte Spüle mit der Post. Schließlich meldete Blockbuster im Jahr 2010 Konkurs an. Vielleicht hätten sie weniger Zeit damit verbringen sollen, Spülen zu verschicken und mehr damit, ihr Geschäftsmodell zu aktualisieren. Nummer 8. Picture this. Kodak mag die Handykamera erfunden haben, aber Übervorsichtigkeit hat diesen Tech-Giganten in die Knie gezwungen. Das 1888 gegründete Unternehmen war bereits über ein Jahrhundert alt, als es 2012 Insolvenz anmeldete. Die berühmte Kamera- und Fotodruckerei hat es leider versäumt, mit dem Wandel der Zeit Schritt zu halten. Nachdem Kodak 1975 die Digitalkamera selbst erfunden hatte, war es aufgrund konservativer interner Kräfte, die sie zurückhielten, nicht in der Lage, die Kamera tatsächlich herzustellen. Im Wesentlichen legte Kodak den wichtigsten Grundstein für das Zeitalter der Digitalfotografie. Aber die Angst, den eigenen Markt zu unterbieten, führte dazu, dass sie nicht selbst digital wurden. Das bedeutete, dass es zu dem Zeitpunkt, als sie bereit waren, die von ihnen erfundene Digitalkamera herzustellen, bereits zu spät war. Andere beherrschten bereits den Markt. Als Film und physisches Fotomaterial obsolet wurden, ging Kodak schnell das Geld aus. Das Unternehmen blieb mit 6,75 Milliarden Dollar Schulden zurück und musste mehr als 50.000 Mitarbeiter entlassen. Bis heute konzentriert sich Kodak auf den Verkauf von Druckerzubehör und Tintenpatronen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Unternehmen jemals die Gewinne erreichen wird, die es hätte haben können. Heute, im Zeitalter immer futuristischerer Technik, lohnt es sich mehr denn je, der Zeit voraus zu sein. Nummer 7. Gefallener Riese. Enron war eines der größten Energiemakler der Welt und das siebtgrößte Unternehmen Amerikas. Die Geschichte seines Untergangs hat alle Elemente eines großen Dramafilms. Whistleblower, Tod und viel, viel Geld. Enron meldete 2001 Konkurs an, als Außenstehende entdeckten, dass sie über Jahre hinweg Konten gefälscht und versteckt hatten. Enron nahm auch die Buchhaltungsfirma Arthur Andersen mit in den Abgrund. Es stellte sich heraus, dass sie mit dieser Firma zusammengearbeitet hatten, um ihre kriminellen Praktiken zu verbergen. Vom häufigen Verschweigen großer Verluste und Schulden bis zum Lügen über Gewinne gegenüber Investoren war Enron in eine Reihe von zwielichtigen Geschäften verwickelt.
Im Jahr 2001 bemerkte Sharon Watkins, die Vizepräsidentin Unternehmensentwicklung bei Enron, in einem anonymen Brief bei Unregelmäßigkeiten in den Finanzberichten des Unternehmens. Schließlich informierte sie die Öffentlichkeit und das Chaos nahm seinen Lauf. Durch die Ausnutzung komplexer Schlupflöcher hatten die Führungskräfte des Unternehmens hochgerechnete Gewinne als reale Gewinne verbucht und sowohl Schulden als auch Verluste von den Investoren versteckt. Einmal aufgedeckt, fielen die an diesem umfangreichen Betrugsschema beteiligten Führungskräfte wie Dominosteine. Der ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende J. Clifford Baxter wurde 2002 tot aufgefunden, nachdem er als Zeuge vor Gericht geladen worden war. Kenneth Lay, der CEO und Gründer von Enron, starb an einem Herzinfarkt, während er auf seine Verurteilung wartete. Die Lektion hier ist, dass man die Bücher nicht fälschen sollte, Leute. Nummer 6. Fehlen eines neuartigen Ansatzes. Als der E-Commerce-Gigant Amazon wuchs, hatten andere, traditionellere Buchläden wie Borders Mühe mitzuhalten. Etwas, das Experten als Amazon-Faktor bezeichnen, könnte erklären, warum einige stationäre Einzelhandelsgeschäfte nach und nach scheiterten. Da sich immer mehr Verbraucher dem E-Commerce zuwenden, um Geld zu sparen, stehen traditionellere Geschäfte vor der Wahl, anpassen oder sterben. Bei Borders stieß es offenbar auf taube Ohren. Zwar ging die Buchhandlung 2001 eine Partnerschaft mit Amazon ein, doch leider reichte diese nicht aus, um zu verhindern, dass sie dem wachsenden E-Commerce-Imperium von Amazon zum Opfer fielen. Anstatt sich den Trends anzupassen, traf Borders eine Reihe von Fehlentscheidungen, die ihnen zum Verhängnis wurde. Erstens, anstatt auf den Online-Verkauf umzusteigen, entschied sich Borders, sich auf die Erweiterung seiner Ladenfronten zu konzentrieren und mehr Geschäfte zu eröffnen. Nicht nur das, sie waren auch zu langsam, um sich an die technologischen Trends anzupassen und einen eigenen E-Reader auf den Markt zu bringen. Amazons Kindle kam 2007 auf den Markt und Barnes & Noble brachte 2009 den Nook heraus, aber Borders brachte Kobo ihren E-Reader erst 2011 heraus. Vielleicht hätten sie sich eine Scheibe von Amazon abschneiden sollen. Nummer 5. Ein Jack der Einsicht. Als die anonyme Messaging-App YikYak im Jahr 2013 auf den Markt kam, war sie sofort ein Hit bei Studenten auf der ganzen Welt. Die App bot eine einfache Möglichkeit, Klatsch und Tratsch zu verbreiten und nutzte Standarddienste, um Beiträge zwischen anonymen Nutzern in der näheren Umgebung zu teilen. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität wurde die App mit 400 Millionen Dollar bewertet, aber die Abkehr von dem, was sie ihren Reiz verlieh, war weitgehend für ihren Niedergang verantwortlich. Als der Druck in Bezug auf Mobbing und Sicherheitsbedrohungen zunahm, brachten die Entwickler Updates heraus, die es unmöglich machten, Beiträge zu verfassen, ohne einen Benutzernamen einzurichten. Dies entfernte natürlich den zentralen Reiz der App. Eine Flut von 1-Sterne-Bewertungen folgte und eine bereits verschwindende Nutzerbasis verabschiedete sich. Schon vor den unpopulären Updates hatte die App begonnen, einem historischen Trend unter anderem anonyme Messaging-Apps zu am Opfer zu fallen, die dazu neigten, mit der Zeit ihre Neuartigkeit zu verlieren. Hinzu kam, dass viele der unpopulären Änderungen auf Schwierigkeiten bei der Monetarisierung der App aufgrund der Anonymität der Nutzer zurückzuführen waren. Schließlich wurde die App im Jahr 2017 geschlossen und von der Liste genommen. Es ist eine Geschichte über fehlgeschlagene Innovationen, das Versäumnis, die Geschichte ähnlicher Dienste zu beachten und das versehentliche Entfernen des zentralen Reizes des Dienstes. Aber genug gequatscht, es ist Zeit weiterzumachen. Nummer 4. Schlitz Creek. Schlitz Bier war einst einer der größten Brauereien in Milwaukee und das meistverkaufte Bier in den Vereinigten Staaten. Aber das Unternehmen ist heute in Wirtschaftskreisen als Beispiel dafür bekannt, wie man keine Geschäfte machen sollte. Und zwar so sehr, dass ihr katastrophaler Entscheidungsprozess jetzt seinen eigenen Namen hat. Der Schlitzfehler. Warum? Nun, in den 1950er Jahren führte der Unternehmer von Budweiser Bier, Anheuser-Busch, einen ständigen Angriff auf Schlitz. Die beiden Unternehmen rangen sich jahrelang gegenseitig den Titel Amerikas Lieblingsbier ab. Im Jahr 1957 übernahm Budweiser dauerhaft die Führung. Um mit Budweiser konkurrieren zu können, traf Schlitz immer wieder Entscheidungen zur Kostensenkung. Schließlich war das Bier nicht mehr von dem ursprünglichen Produkt zu vergleichen, das die Verbraucher liebten. Der Geschmack hatte sich dramatisch verändert. Schlitz begann, frischen Hopfen, die wichtigste Geschmackszutat im Bier, durch billigere Hopfenpellets zu ersetzen. Aber der wahre Geschäftskiller war die nächste Entscheidung, die sie trafen. Die Brautechniker von Schlitz begannen, dem Produkt einen neuartigen Trübungshemmer, die sogenannte Chillgarde, beizumischen. Die Schnellbrautechnik von Schlitz führte dazu, dass das unbehandelte Bier beim Abkühlen unangenehm trüb erschien und man hoffte, dass dieser Zusatz das Problem lösen würde. Einige Beobachtungen fielen auf, dass dieses Protein wie Schleim aussah, der im Bier schwamm und manchmal als weiße Flocken erschien. Niemand will schleimiges Bier. Nach diesem schleimigen Versehen brach der Absatz ein und das Unternehmen blieb ohne Paddel auf dem Bach zurück. Nummer 3. Heraussprudeln. Der Serienunternehmer Richard Branson ist mit einem Nettovermögen von 4,2 Milliarden Dollar einer der erfolgreichsten Menschen der Welt. Aber diese Menge an Erfolg kommt auch mit seinem fairen Anteil an Misserfolgen. Eine von Bransons geschäftlichen Geistesblitzen, von der ihr vielleicht noch nichts gehört habt, war Virgin Drinks. Bei diesem Unternehmen versuchten sich Branson und seine Teams auf dem Getränkemarkt, zunächst mit einer Cola und später mit einem passenden Wodka. Die Geschichte besagt, dass ein aufstrebender Limonadenhersteller Branson mit einem selbstgemachten Cola-Rezept kontaktierte. Als sich herausstellte, dass die Leute selbstgemachte Limonade gegenüber Coca-Cola oder Pepsi bevorzugten, brachte Branson Virgin Cola auf den Markt.
Es lief gut in Großbritannien und übernahm stillschweigend Marktanteile von Coca-Cola. Doch das Unternehmen bekam mehr, als es erwartet hatte, als es sich mit einem der größten Unternehmen der Welt in einem Hauptmarkt anlege. Ein fehlgeleiteter PR-Gag sorgte dafür, dass Virgin Cola nie wieder in den Supermarktregalen auftauchen würde. 1998 nahm Branson in der Markteinführung von Virgin Cola in den USA teil, aber sein Auftritt war alles andere als subtil. In einer extravaganten Inszenierung fuhr Branson in eine Wand aus hunderten von Coca-Cola-Dosen und zerdrückte sie. Unnötig zu sagen, dass Coca-Cola das nicht so gut aufnahm. Sie reagierten darauf, indem sie Geld in die Hand nahmen, um Händler unter Druck zu setzen, nicht mit Virgin Cola zu arbeiten und sie zu zwingen, nur Coca-Cola zu führen. Am Ende konnte Virgin Cola nicht einmal die Geschäfte dazu bringen, ihre Limonade zu führen. Da es keine Möglichkeit gab, das Produkt zu vertreiben, wurden Virgin Cola und der Ableger Virgin Vodka eingestellt und die gesamte Virgin Drinks Tochtergesellschaft wurde 2007 aufgelöst. Ich habe gehört, dass der Kampf zwischen Coca-Cola und Virgin im nächsten Marvel-Film dramatisiert werden soll, mit Branson in einem riesigen Mac-Anzug. Ich werde dafür bezahlen, das zu sehen. Nummer 2. Zu Tode gehypt. Heutzutage sind wir es gewohnt, leistungsstarke Computer in unseren Taschen mit uns herumzutragen. Aber es mag euch überraschen, dass es nicht Apple oder Microsoft waren, die mit dieser Idee Pionierarbeit geleistet haben. Tatsächlich brachte eine Firma namens Osborne Computer Corporation 1981 den allerersten tragbaren Computer heraus. Doch trotz ihrer innovativen Anfänge ist die Osborne Computer Corporation eigentlich am berühmtesten dafür, wie sie scheiterte. In einem Versuch, die zunehmenden Verluste auszugleichen, schrieb das Unternehmen mit einer ziemlich verrückten Entscheidung Geschichte. Und das nicht auf eine gute Art. Obwohl die Firma 1981 das Osborne Modell 1 herausbrachte, zeigte sie der Presse ein neueres Modell, bevor das erste überhaupt auf den Markt kam. Das Ergebnis war, dass Kunden und Unternehmen ihre Vorbestellung des Osborne 1 in Scharen stornierten. Wer kann es ihnen verdenken, dass sie lieber auf ein besseres Modell warten wollen? Dank der vielen Stornierungen ging der Osborne Computer Corporation das Geld aus, bevor sie den aktualisierten Computer überhaupt auf den Markt bringen könnten. Im Jahr 1983, nach Monaten geringer Verkaufszahlen, wurde OCC von einem Computergiganten mit Apple-Potenzial zu einem totalen Konkursfall. Was für ein Systemfehler. Nummer 1. Das ist verrückt. Einige dieser Unternehmensentscheidungen waren ziemlich verrückt, aber das Unternehmen, das als nächstes auf der Liste steht, gewinnt die Medaille für die möglicherweise dümmste und verantwortlichste Entscheidung, die ein Unternehmen jemals getroffen hat. Die Peanut Corporation of America, kurz PCA, war eine Erdnussverarbeitungsfabrik, die für etwa 2,5% der verarbeiteten Erdnüsse in Amerika verantwortlich war. Nach den meisten Maßstäben war es ein kleines Unternehmen, aber der Skandal, den es verursachte, katapultierte das Unternehmen in die Öffentlichkeit. Nachdem 9 Menschen starben und Tausende von Menschen an einer Salmonellenvergiftung erkrankten, stellte die FDA fest, dass kontaminierte Erdnüsse die Ursache waren. Diese vergifteten Erdnüsse wurden von PCA verkauft und verschickt und einige davon waren sogar für Schulen bestimmt. Aber das ist nicht der schlimmste Teil. Es stellte sich heraus, dass CEO Stuart Parnell, als bei internen Tests die Salmonellenvergiftung festgestellt wurde, seine Mitarbeiter anwies, die Produkte einfach trotzdem zu versenden. Darüber hinaus lieferte PCA Erdnussprodukte mit gefälschten Sicherheitszertifikaten aus, um Kontamination zu vertuschen. Im Jahr 2009 gab PCA schließlich einen Rückruf für einige seiner Produkte heraus und viele weitere folgten in den folgenden Tagen. Weniger als 24 Stunden nach einem großen letzten Produktionsrückruf meldete das Unternehmen Insolvenz an. Stuart Parnell wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und zum Glück für uns wird dieser Verrückte keine tödlichen Hülsenfrüchte mehr verschicken. Also, welche dieser katastrophalen Entscheidungen war eurer Meinung nach die verrückteste? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal.